Ein Viertelkreis mit Radius 4 und Zentrum A sowie ein Viertelkreis mit Radius 3 und Zentrum C sind innerhalb des Rechtecks ABCD konstruiert, wie in der unten stehenden ungenauen Figur. Wenn die beiden Kreisbögen tangent sind, dann gilt, der Abstand zwischen den Punkten A und B ist eine dieser fünf Antworten. Welche? Wir sehen, in diesem rechtwinkligen Dreieck misst diese Kathete 4, die Hypotenuse 3 plus 4 und wir suchen den Abstand zwischen A und B. Wir suchen also diese Länge x. Der Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck ergibt, dass x² plus 4² 7 Quadrat ist. Demzufolge ist x² gleich 7 Quadrat minus 4 Quadrat. Durch die binomische Formel a² minus b² gleich a minus b mal a plus b finden wir hier das Produkt von 3 und 11, also 33. Da x² 33 ist und x eine Distanz ist, muss x die Quadratwurzel von 33 sein und demzufolge ist Antwort E die richtige.